Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ihr seid bei Sonja von Kreativ mit Sonja. Ich bin unabhängige Demonstratorin für Produkte von Stampin' Up und ich freue mich immer wieder, wenn ich euch zeigen kann, was ihr Schönes mit den Produkten zaubern könnt. Heute habe ich eine neue Folge von Kennst du schon für euch und da dreht sich alles um das Produktpaket dekorative Weihnachtsbäume. Und damit ich euch das alles ordentlich zeigen kann, drehe ich euch wieder um. Ja, die dekorativen Weihnachtsbäume. Da haben wir einmal die Stempel. 14 Klarsichtstempel. So einfache Klarsichtstempel, also nichts mit Two-Step oder irgend so. Ganz einfache Klarsichtstempel. Und dazu haben wir dann noch 17 super schöne Stanzen. Wir haben also diese Umrissstanzen. Musterstanzen für Weihnachtsbäume, also so eine zum Dekorieren. Und wir haben noch Schmuckelemente, aber das zeige ich euch alles nochmal separat, weil ich euch das natürlich wieder alles abgestempelt und ausgestanzt habe. Fangen wir an mit den Stempeln. Wir haben also 5 verschiedene Spruchstempel. Wir haben einmal O du fröhliche Weihnachtszeit, schöne Feiertage, O Tannenbaum, das ist mal ein Stempel, der so ein bisschen eine ovale Form hat, jedenfalls auch so hochkant, also senkrecht steht. Liebste Wünsche zum Fest und für dich. Für dich ist natürlich sehr gut geeignet für Geschenkanhänger oder sowas. Kann man auch gut mit den Weihnachtsbäumen machen. Und dann haben wir noch so ein paar Hintergrundstempel und so ein paar Schnörkel, Luftschlangen oder wie auch immer. Wir haben dann einen Umrissstempel für den Weihnachtsbaum. Na, das ist dieser hier. Und wir haben einen zum Füllen des Weihnachtsbaums. Und die kann man, wie ihr hier unten seht, auch gut ineinander setzen. Passt wunderbar. Und wir haben dann auch noch einzelne Stanzen dazu. Aber erstmal flink noch die Stempel zu Ende. Wir haben dann diese Schmuckelemente hier. Einmal so eine Schleife, die man an den Weihnachtsbaum hängen kann. Da gibt es die passende Stanze dafür. Dann den Stern, den man oben drauf setzen kann. Gibt es auch die passende Stanze dafür. Weihnachtskugeln habe ich leider kopfrum gestempelt, habe ich zu spät gesehen. Die sind auch in so einem Dreierstempel drin. Na, ihr stempelt also alle drei Weihnachtskugeln mit einem Mal. Und wir haben dann auch die passende Stanze, wo ihr auch alle drei Weihnachtskugeln mit einem Mal ausstanzen könnt. Ja, achso, und dann haben wir hier noch diesen kleinen Hintergrundstempel, so ein paar Zweiglein, also so ein Blätterzweig, ein Tannenzweig und so ein paar Pünktchen und die kleinen Sternchen. Hier habe ich euch schon mal die großen, einfachen Stanzen gleich mit dazu gezeigt. Also die für die Grundform des Weihnachtsbaumes und die Schmuckelemente. Ja, und dann kommen wir zurück zum wirklich spannenden Teil in diesem Set. Die Stanzen. Wir haben also eine Grundstanze, mit der man die Grundform des Weihnachtsbaums ausstanzen kann. Das wäre diese hier. Und dann haben wir etliche Stanzformen, mit denen wir den Weihnachtsbaum dekorieren können. Und wir haben dann nochmal diese Ketten, die man so um den Weihnachtsbaum rumschlingt. Dann haben wir eine Sechserstanze für so kleine Schleifen. Und wir haben hier nochmal eine Doppelstanze für Baumstämme für den Weihnachtsbaum. Ne, die kleinen, diese kleine Form, die passt halt gut in diese Grundform rein. Und die große passt zum Beispiel gut hinter diesen kleinen Weihnachtsbaum. Ja, ihr seht, wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Möglichkeiten. Ich bleibe hier immer heute hängen an diesem Zettel. 7 verschiedene Möglichkeiten, die Weihnachtsbäume nur mit vollständigen Stanzen zu dekorieren. Und diese hier, die ergibt noch eine andere Möglichkeit. Die zeige ich euch nachher noch. Ja, dann geht's weiter mit Ideen. Das heißt, jetzt kommen die Ideen dazu. Und zwar
habe ich hier diese einfache Weihnachtsbaumform genommen in Lagune. Habe auch in Lagune gestempelt. Und ihr seht, es ist wunderbar zu sehen, der Weihnachtsbaum ist eigentlich fertig. Also der Tannenbaum ist fertig, der Weihnachtsbaum nicht. Und für die nächsten Varianten habe ich auch immer diese Grundform des Weihnachtsbaums genommen. Also diese. Und habe dann die anderen Weihnachtsbaumdekorationen drüber geklebt. Hier habe ich also beide in Lagune ausgestanzt und übereinander geklebt. Das wäre dann so Ton in Ton. Hier habe ich Farbkarton in Weiß drunter gelegt. Und hier habe ich auch doppelt geklebt, also beide Formen benutzt und habe dann mit diesen Emailleperleneffekten einmal in Glutrot und einmal in Gold diese kleinen Löcher gefüllt. Und da fällt mir ein, das ist ja diese Stanzform hier. Und das ist natürlich super, super nervig. Oder auch genau hier bei diesem Karo-Teil. Das ist super nervig, wenn da das ganze Papier dran kleben bleibt. Nach dem Stanzen. Ihr müsst ja dann entweder alles so mit den kleinen, mit dem Aufhebhelfer, mit der Nadel da alles rausstechen. Oder aber, und da bin ich wirklich froh, dass ich mir das gekauft habe, dieses Teil, das ist jetzt hier schon ein bisschen fusselig, diese Bürste. Da könnt ihr zum einen so die Stanzen ganz prima sauber machen. Diese kleinen Bürstchen drücken das alles raus. Und das geht natürlich genauso gut für die Stanzteile. Geht super einfach und schnell. Und spart Nerven. Ja, so viel dazu nebenbei. Ich habe euch das hier nochmal so also zweifarbig gestaltet, damit ihr den Effekt nochmal seht. Diese Stanze hier, das ist so fast meine liebste Lieblingsstanze geworden. Die sieht so ja recht unscheinbar aus. Passt auch genau auf die Grundform vom Weihnachtsbaum. Wenn ihr das noch mit Glitzerpapier ausstanzt, ist das gar nicht mehr zu toppen. Dann habe ich hier einfach mal dieses Skelett vom Weihnachtsbaum raufgesetzt, diesen stellierten Weihnachtsbaum. Und hier habe ich die gestanzte Grundform geprägt mit der 3D-Prägeform Nadelwald. Das macht sich ganz gut, weil ja hier so ganz viele Bäume sind und da sehr viel Struktur ist. Diese Stanzform gibt es aber leider nicht mehr. Entweder habt ihr die vom letzten Jahr oder aber wir haben ja auch diesen anderen Weihnachtsbaum, diese anderen Prägefolder dieses Jahr drin. Da sollte das auch mitgehen. Auf jeden Fall sieht das wunderschön aus, wenn diese Grundform vom Weihnachtsbaum schon so ein bisschen Struktur drin hat. Und das ist ja eben diese kleine Form dann, ne? Der Prägefolder, das ist ja auch so ein Weihnachtsbaum direkt, aber das ist halt ein kleiner, einzelner, süßer. Dann habe ich noch ein Blatt vorbereitet für euch. Da habe ich dann mal diese Baumstämme mit dazu gesetzt. Dieser kleine Baumstamm ist eigentlich mehr so für die großen Weihnachtsbäume, ne? Aber ihr könnt, wenn ihr jetzt das auf einer Karte macht, könnt ihr das natürlich auch darunter kleben. Ansonsten klebt ihr ja die Form direkt hier unten ran. Und den großen Weihnachtsbaumstamm, den könnt ihr entweder genauso wie er ist unter dieses, also direkt anschließend an den Weihnachtsbaum kleben, oder aber ihr klebt ein Stück drunter, also hinter, und dann habt ihr auch so ein kleines Stück, was da rausguckt. Ja, und hier seht ihr auch gleich noch eine andere Variante. Wir haben hier diese große Grundform und diese beiden verschnörkelten Teile hier. Einmal wirklich diese Schnörkel und einmal hier dieser Ilex. Die sind kleiner, die passen praktisch so hier rein. So würde ich das allerdings nicht stanzen, weil es eben nicht genau passt. Also lieber alles separat stanzen, wenn er sowas macht. Was ich hier aber gemacht habe, ich habe die Grundform ausgestanzt und habe dann diesen kleinen Weihnachtsbaum einfach so mittig darin platziert.
Dann haben wir hier rechts, also rundherum so einen kleinen Rand. Sieht aber trotzdem schick aus, finde ich. Oder aber ihr stanzt euch die große Form aus, klebt das andere drauf und dann schneidet ihr das an der Stelle ab. Und das ist die Variante, die ich hier genommen habe. Ja, und dann seht ihr hier nochmal eine zweite Variante mit dem Skelett. Einfach auch die Grundform ausstanzen, dieses Skelett da drauflegen und schon habt ihr zwei Weihnachtsbäume, weil einmal diesen mit der Grundform und einmal ist ja das, was dann übrig bleibt. Das ist jetzt natürlich die falsche Farbe, aber dann wäre das dieses und das könnt ihr dann ja gleich wieder weiter benutzen. Ja, hier habe ich euch nochmal das so ein bisschen in Farbe und bunt und überhaupt gezeigt, was wir an kleinen Deko-Elementen noch haben. Das sind also diese kleinen Schleifchen. Hier haben wir diese Perlenketten, Schnüre, wie auch immer. Die Schleifchen, wie gesagt, in einem Sechserpack. Die Kugeln im Dreierpack, passend zu den Stempeln. Dann haben wir hier auch diese Schleife. Na, also einfach stempeln, dann ausstanzen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr dann das Gestempelte hier in dieser Lücke seht. Und dann passt das auch. Ja, ja, den Stern gibt es, habe ich noch gar nicht erwähnt. Haben wir auch eine Stanze? Doch, habe ich doch gesagt. Könnt ihr auch stempeln und stanzen. Oder aber ihr nehmt gleich Farbkarton. So viel zur Theorie. Und ich sage euch, wenn ihr mit diesem Set rumwerkelt, wenn ihr euch das kauft oder schon habt, nehmt euch wirklich Zeit. Nehmt euch Zeit, mit diesen Teilen zu spielen. Ich habe gestern gedacht, ich mache mal flink alles fertig, die Karten und so. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil immer mehr Ideen gesprudelt sind. Und ja, irgendwann muss ja dann auch mal Schluss sein. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Karten dazu zeigen. Hier habe ich also mit diesem kleinen Hintergrundstempel gearbeitet und habe den Weihnachtsbaum, den ich unten drunter liegen habe, in Glitzergold ausgestanzt, den Stern auch und habe dann passend dazu den Spruch in Gold embossed. Das ist also dieser ganz kleine Hintergrundstempel. Ich weiß gar nicht, habe ich euch schon gezeigt, wie klein der ist. Es ist also so ein ganz winziger, so ein Winzling. Jo, das war die. Dann habe ich nochmal gestempelt. Und zwar alles diese kleinen Hintergrundstempel, die wir so haben. Und habe die in Gold embossed. Finde ich auch sehr schick. Und da kann man nämlich dann auch endlich mal diese kleinen Luftschlangen mit benutzen. Und ihr seht, ich habe hier die Weihnachtskugeln ausgestanzt. Die werden natürlich auf dem Glitzerpapier nicht gestempelt, hält ja nicht. Aber man sieht dann auch diese kleinen Anhänger nicht so richtig. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Aber wen es stört, der muss dann halt doch lieber die Kugeln stempeln und embossen. Ansonsten geht es auch so. Dann habe ich nochmal gestempelt. Und zwar einfach nur diesen Stempel mit den Nadeln. Also die Nadel, wie sagt man? Die Nadelzweige, wie auch immer, gestempelt und dann anschließend gleich ein bisschen mit dem Wassertankpinsel nass gemacht. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr kein Aquarellpapier nehmt, was ihr nicht unbedingt müsst. Da muss es aber auch ordentlich kleben nachher. Hier sehe ich gerade, hier habe ich nicht ordentlich geklebt. Wenn ihr es nicht zu nass macht, dann funktioniert das. Ne? Also die Farbe dann gleich ein bisschen raufnehmen. Was auch günstig ist, wenn ihr dann die Farbe auf einen Stempelblock setzt und mit dem Wassertankpinsel dann Farbe aufnehmt und das ein bisschen raufschmiert, streicht, wie auch immer. Dann braucht ihr nicht so viel Wasser, um die Farbe wieder anzulösen. Ja, und dann einfach in der gleichen Farbe, wie ihr gestempelt habt, dann die Dekorationsteile da drauf und dann ist gut. Hier habe ich auch diese
dieses Gel benutzt. Na, und da das ja hier nicht in diese Löcher da hinein fließt, wie wir das hier bei diesem Baum hatten, sind das natürlich dann auch wieder so ein bisschen mehr so eine Kügelchen. Und für alle die, die es nicht in Grün mögen, habe ich mal eine andere Variante genommen. In Lagune, Fräsien, Lila und Heidelblüte. Dann ergänzt mit so einem schönen silbernen Bändchen. Und diese Steinchen, das sind die aus dem Produktpaket oder aus der Produktreihenkollektion Das Beste im Leben. Diese facettiert bunt schimmernden Schmucksteinchen. Ich finde gerade hier zu dieser Farbkombination passen die wirklich hervorragend, weil die ja auch so ein bisschen in die Richtung lila schimmern. Ja, das sind meine gestempelten Karten. Und dann habe ich noch vorbereitet, so einmal in Grün und einmal, wie gesagt, für Leute, die es nicht in Grün mögen. Bei der möchte ich euch noch einen Hinweis geben, hier zu diesem kleinen, zu diesem Gel. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich habe es hier leider, ich habe nicht dran gedacht. Wir haben ja hier bei diesen Ilex-Perlen oder Kugeln immer so ein Dreier-Set. Und wenn ihr diese Flüssigkeit hier, dieses Gel hier auftragt und diese einzelnen Kugeln berühren sich, dann laufen die genauso zusammen, wie mir das hier passiert ist. Es ist also auch bei den Dreierkugeln wirklich schlauer, erst eine Kugel zu setzen, antrocknen zu lassen, dann die nächste wieder antrocknen und dann die dritte. Das sieht dann einfach sauberer aus. Aber hier hat es schon geklebt. Ich habe das ganz zum Schluss drauf gemacht. Naja, dumm gelaufen. Aber ihr seht, hoffe ich, dass ich hier auch auf dem ausgestanzten Deko-Stanzteil noch so ein bisschen Wink of Stella raufgesetzt habe. Und diese Steinchen sind die in Blüten, Rosa und Faungrün. Diese Glanzflitterschmucksteine. Ich habe hier bei den beiden Karten älteres Designpapier genommen. Das ist dieses mit Stil und Klasse. Das musste jetzt einfach mal weg. Und darum habe ich hier auch mich für diese Steinchen entschieden, weil das eben auch Blütenrosa und Kalypso hier ist. Hier habe ich dann das Glitzerpapier genommen, was wir jetzt haben. Das heißt mit schimmerndem Spezialpapier, schimmernder Glanz. Ich habe hier immer noch meine Spickzettel drin, damit ich hinterher noch weiß, was ich hier alles benutzt habe. Das haben wir also einmal in diesem wunderschönen Oliv. Dann haben wir das in diesem ganz tollen Sommerbeere. Und was wir da noch haben, zeige ich euch gleich. Hier habe ich also auch nur die Weihnachtsbäume aufgesetzt. Das sind ganz schnelle Karten. Hier unter dem Babyrosanen habe ich nicht mal irgendwas anderes drunter gelegt. Funktioniert alles. Und auch diese Steinchen funktionieren hier. Die nehmen dann auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck, die Farbe des Untergrundes an. Ne? Also hier spiegeln die dann halt auch so ein bisschen mehr in Grün. Jo, das waren meine Karten. Und jetzt habe ich noch ein Teilchen. Und da haben wir nämlich die dritte Farbe von dem Spezialpapier. So, weiß. Super schön, finde ich. Glitzert und glänzt, passt also wirklich zu dem Schnee- und Eiskristallen. Wunderschön. Gemacht habe ich hier so einen Anhänger für einen Zweig oder auch für den Weihnachtsbaum, wie auch immer. Der ist nicht befüllbar, der ist tatsächlich nur so zum Anhängen. Habe ich auch die Grundform geprägt. Was sich gut macht, wenn ihr hier entweder den großen Baumstamm nehmt und den von hinten gegenklebt, oder wenn ihr hier, so wie ich, den halben nehmen wollt, dann müsste hier das Ende einfach abschneiden. Also könnt ihr im Prinzip machen, wie ihr wollt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier nicht den großen hintergeklebt habe. Einen Grund gab es dafür nicht. Ja, und dann einfach ein Streifen schneiden, ankleben.
Mal sehen, vielleicht zeige ich das auch nochmal in einem der nächsten Videos, wie ihr diese Teile hier macht. Das ist ganz einfach. Die sehen schlimmer aus, als sie sind. Ganz einfach. Und wir haben natürlich hier auch ganz viele Möglichkeiten, die zu gestalten. Ne? Also das wird schön, glaubt es mir. Das wird wunderschön. Eins habe ich noch, und zwar einen Weihnachtsbaum zum Hinstellen. Hier lege ich ihn mal jetzt hin, damit ihr das besser sehen könnt. Das sind einfach so zwei Teile, wo ihr einen Schlitz reinschneidet, die ihr dann zusammensteckt. Wenn ihr den Farbkarton so ganz einfach lasst, dann funktioniert das so. Wenn ihr ihn prägt, so wie ich das gemacht habe, dann ist es sinnvoll, hier zwei Lagen Farbkarton zusammenzunehmen, weil der durch das Prägen so weich wird, wenn ihr hier das in der Mitte geschnitten habt, dass sich diese Spitzen dann in alle Seiten biegen und das sieht dann einfach nicht mehr schick aus. Und was ihr hier machen müsst, einfach mal den Cut hier unten gerade schneiden, damit das Ganze dann auch wirklich steht. Nicht richtig zusammengeschoben, jetzt passt's. Also, mir gefällt's. Das könnte man natürlich auch noch ein bisschen mit Silber, Gold, wie auch immer, Schleifchen, Sternchen, was ihr gerne mögt, dekorieren. Ja, ich zeige es noch mal kurz. Wir haben also die gestempelten Karten und dann die zwei anderen Karten, wo ich nur mit den Stanzteilen gearbeitet habe. Ja, so viel dazu. Dann drehe ich euch einfach mal, achso, die natürlich wieder noch, beinahe vergessen. Und jetzt drehe ich euch noch mal wieder um. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht, was ich euch heute gezeigt habe. Ich danke euch, dass ihr mir so weit gefolgt seid. Ich hoffe auch, dass ich euch zeigen konnte, wie flexibel dieses Produktpaket ist. Also ich bin wirklich ganz begeistert davon. Ich habe noch tausend Ideen damit. Ich habe tatsächlich dann irgendwann aufgehört. Wie gesagt, irgendwann muss man dann auch mal aufhören. Und ihr wollt ja auch noch eigene Ideen entwickeln. Ich kann euch dieses Produktpaket nur wärmstens ans Herz legen. Es ist einfach der Hammer. Einfach nur toll. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr mir bisher gefolgt seid. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es natürlich schön, wenn ihr einen kleinen Kommentar hier lasst oder wenn ihr das Video liked oder beides. Ihr könnt meinen Kanal natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ansonsten findet ihr mich überall unter Kreativ mit Sonja. Also bei Instagram, bei Facebook, auf meinem Blog. Auf meinem Blog zeige ich auch noch mal so ein bisschen was zu dem Beitrag heute. Dann fasse ich das dann alles noch mal so ein bisschen zusammen. Ja, und das war's dann für heute. Ich bedanke mich noch mal, wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, eure Sonja.